Hallo, ich bin David. Und ich bin Martin. Willkommen zu unserem dritten Video der Serie Dach Goes Mobile. In diesem Video dreht sich alles um Erfolg auf Mobilgeräten. Ich würde sagen, wir sehen uns zuerst nur Anrufkampagnen an. Schließlich sind Mobilgeräte immer noch zum Telefonieren gut. Anschließend möchten wir sicher gehen, dass die Nutzer ihr Angebot auch direkt auf dem Homescreen sehen. Dazu werfen wir einen Blick auf App-Kampagnen. Um Ihre Marke stärker zu positionieren, gehen wir direkt über zu der Nutzung von YouTube und Display-Werbung. Abschließend sehen wir uns einen Überblick zur mobilen Suche an, denn Sie möchten ja von Ihren Kunden immer gefunden werden, egal wann, wo und wie. Auf alle Fälle möchten Sie für Kunden erreichbar sein und das auch oftmals telefonisch. Wie oft wählen Kunden den persönlicheren Weg, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen? Kunden möchten sich so natürlich nochmals mehr Informationen einholen und genau das ist Ihre Chance, denn so haben Sie die Möglichkeit eines persönlicheren Verkaufsgesprächs und bauen so eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung mit Ihren Kunden auf. Um es Kunden zu ermöglichen, Sie möglichst einfach telefonisch zu erreichen, haben Sie die Möglichkeit Anruferweiterung und nur Anruf anzeigen. Bei Anruferweiterungen landet der Kunde nach Klick auf Ihre Anzeige oder einem Sitelink weiterhin ganz normal auf Ihrer Webseite. Mithilfe des Hörer-Buttons, der sich neben Ihrer Anzeige befindet, hat der Kunde jedoch noch zusätzlich die Option, sich direkt telefonisch bei Ihnen zu melden. So haben Sie alle Geräte auf einmal abgedeckt. In einem neuen Kampagnentyp sind nur Anrufanzeigen möglich. Diese zielen hingegen nur auf Nutzer von Mobilgeräten. Ein Klick auf die Anzeige führt direkt zu einem Anruf. Nutzer mobiler Geräte lieben Apps. Mehr als 86% der Zeit auf dem Smartphone wird in Apps verbracht. Dabei haben Nutzer die Auswahl an Millionen von Apps, sowohl für Android als auch iOS. Um die maximale Relevanz auf Mobilgeräten zu erzielen, gibt es daher auch einige Möglichkeiten. Mit Hilfe von universellen App-Kampagnen sowie App-Installations- und Interaktionsanzeigen können Sie Display und Suchnetzwerk abdecken und so mobilen Nutzern Ihre App schmackhaft machen. Wussten Sie, dass weltweit täglich mehr als 2 Milliarden YouTube-Videos auf Handys abgespielt werden? 2 Milliarden! Nicht nur kann man mit YouTube-Anzeigen viele Kunden erreichen, sondern mithilfe eines interessanten Videos, ganz im Gegensatz zu klassischen Textanzeigen, auch Ihre Markenbekanntheit steigern und so Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Mit über 2 Millionen mobilen Publishern und der Möglichkeit, mobile Nutzer mit Anzeigen im Display-Netzwerk und in Apps zu erreichen, ist das Werben auf mobilen Geräten mittlerweile unerlässlich. Die mobile Suche wächst von Jahr zu Jahr stark an. Pro Monat gibt es bereits mehr als 100 Milliarden mobile Suchanfragen. Allein im deutschen Markt machen mobile Suchanfragen etwa 40% des Suchvolumens aus. Und auch die Suche und das Interesse an Apps wächst stetig an. Hierbei gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um Apps zu bewerben. Von Kampagnen mit App-Installationsanzeigen, die sich rein auf die App-Installation konzentrieren, bis hin zur App-Anzeigenerweiterung, die sich zusätzlich zu einer Textanzeige hinzufügen lassen. Ist eine App erstmal am Endgerät des Nutzers installiert, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser mit ihr interagiert. Das war auch schon der dritte Teil unserer Serie Dach Goes Mobile. Im nächsten Video besprechen wir die Erfolgsmessung auf Mobilgeräten. Also bleibt dran, viel Spaß mit dem nächsten Video. Fragen und Feedback könnt ihr wie immer gerne einfach unten in den Comments hinterlassen. Bis dann!